I'm Danny Dyer. Danny Dyer ist einer der angesagten britischen Filmschauspieler. Im Hooligan-Film Football Factory spielte er Tommy Johnson. Verdammte Irre. Jetzt reist er für uns durch Europa, um die echten Hooligans kennenzulernen. Und dabei geht er bis an die Grenzen. Er erlebt Schlägereien, den Einsatz von Tränengas und es fallen sogar Schüsse. Los geht's mit einem Trip durch England. I'm Danny Dyer. Danny Dyer ist einer der angesagten britischen Filmschauspieler. Im Hooligan-Film Football Factory spielte er Tommy Johnson. Verdammte Irre. Jetzt reist er für uns durch Europa, um die echten Hooligans kennenzulernen. Und dabei geht er bis an die Grenzen. Er erlebt Schlägereien, den Einsatz von Tränengas und es fallen sogar Schüsse. Los geht's mit einem Trip durch England. Doch wir werden nicht nur mit Danny Dyer unterwegs sein und die Geschichte des englischen Hooliganismus erkunden. In Berlin treffen wir den Journalisten und Hooligan-Experten Ronny Blaschke. Sein Buch Im Schatten des Spiels wurde zum Fußballbuch des Jahres 2007 gewählt. Durch England. England hat der Welt viele großartige Dinge beschert. Aber auf eines unserer berühmtesten Exportgüter können wir wirklich nicht stolz sein: Fußball-Hooliganismus. Dreißig Jahre lang hatte England große Probleme. Heutzutage ist es ganz alltäglich, ins Ausland zu reisen. Aber in den 70ern war es neu und aufregend, das eigene Land zu verlassen. Und viele sogenannte Fans fingen damit an, die englische Nationalmannschaft auf ihren Reisen durch Europa zu begleiten. Sie waren englische Botschafter auf einem Trip, der auf dem Kontinent eine Spur der Gewalt und Zerstörung hinterließ. Gilly Shaw war so ein Hooligan. Heute hat er ein lebenslanges Stadionverbot für Spiele der englischen Mannschaft. Der Hass auf die anderen Nationen ist geblieben. Die Holländer sind scheiße, ein Nichts. Die können nur Steine schmeißen und wegrennen. Von den Italienern hält er übrigens auch nichts. Man hört viel von den Ultras. Sie sind scheiße, alles Wichser. Und die Deutschen? Für mich sind die überbewertet. Einfach Dreck. Für die Polen hat er allerdings etwas mehr übrig. Die sind verrückt. Crack-Junkies. Was macht also den durchschnittlichen Engländer zu einem brutalen Hooligan? Man beobachtet bei englischen Fans etwas Merkwürdiges. Wenn es Ärger gibt, sind sie immer sofort vorne mit dabei. Bei englischen Fans muss man diese Mentalität immer berücksichtigen. Wenn es darum geht, aufzustehen, wenn es darauf ankommt, werden immer viele zusammenkommen. Das war früher so und das hat sich nicht geändert. I'm Danny Dyer. Danny Dyer ist einer der angesagten britischen Filmschauspieler. Im Hooligan-Film Football Factory spielte er Tommy Johnson. Verdammte Irre. Jetzt reist er für uns durch Europa, um die echten Hooligans kennenzulernen.
Und dabei geht er bis an die Grenzen. Er erlebt Schlägereien, den Einsatz von Tränengas und es fallen sogar Schüsse. Los geht's mit einem Trip durch England. Doch wir werden nicht nur mit Danny Dyer unterwegs sein und die Geschichte des englischen Hooliganismus erkunden. In Berlin treffen wir den In London gibt es ein Dutzend Teams und die Anhänger sind über die ganze Stadt verteilt. Rivalisierende Fans wohnen teilweise in derselben Straße. Sie arbeiten im selben Unternehmen. Aber wenn es zu den Derbys kommt, treten die Hooligan-Firmen auf den Plan. Die härtesten in London sind sicher die von Chelsea, Millwall, West Ham und die Spurs. Londons U-Bahn-Netz ist weltbekannt. Die Stadt würde zum Stillstand kommen, wenn es nicht wäre. In den 80ern war es das Schlachtfeld der Londoner Hooligan-Firmen. Samstags nachmittags. Auf dem Weg ins Stadion oder nach Hause. I'm Danny Dyer. Danny Dyer ist einer der angesagten britischen Filmschauspieler. Im Hooligan-Film Football Factory spielte er Tommy Johnson. Verdammte Irre. Jetzt reist er für uns durch Europa, um die echten Hooligans kennenzulernen. Und dabei geht er bis an die Grenzen. Er erlebt Schlägereien, den Einsatz von Tränengas und es fallen sogar Schüsse. Los geht's mit einem Trip durch England. Doch wir werden nicht nur mit Danny Dyer unterwegs sein und die Geschichte des englischen Hooliganismus erkunden. In Berlin treffen wir den Journalisten und Hooligan-Experten Ronny Blaschke. Sein Buch Im Schatten des Spiels wurde zum Fußballbuch des Jahres 2007 gewählt. Dyer durch England. England hat der Welt viele großartige Dinge beschert. Aber auf eines unserer berühmtesten Exportgüter können wir wirklich nicht stolz sein. Fußball-Hooliganismus. Vor gar nichts. Und wir waren immer eine Menge Leute. Mit 10, 20, 30 Jungs haben wir alles niedergemacht. In 1985 spielte Millwall im Pokalviertelfinale gegen Luton. Das letzte Mal, dass Millwall so weit kam. Und es gab heftige Ausschreitungen, so brutal und so dramatisch, dass der Fußball danach nicht mehr derselbe sein sollte. Football would never quite be the same again. Last night saw some of the worst scenes of the whole teams are being ripped up with the teams coming out on that far side of the field now. Das Match endete in den brutalsten Szenen, die je von einem Fußballspiel im Fernsehen übertragen wurden. 700 Sitzschalen wurden auf das Spielfeld geworfen. Ein Polizist musste im Mittelkreis wiederbelebt werden. Today at Luton, they're clearing up and counting the cost of a game of football against Millwall. Einer, der weiß, was es heißt, in England ein Derby zu spielen, ist der heutige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Christian Ziege. Ich habe Liverpool-Everton gespielt, was sehr, sehr heftig ist, was ja, eine ziemlich taffe Stadt ist, würde ich sagen, Liverpool. Und dann noch zwei Vereine, die über die Stadien auch nur 500 Meter auseinander liegen. Das ist sehr heftig, obwohl es da auch Liverpool-Manchester United ist, auch eine Rivalität. Es sind eine halbe Stunde Autofahrt auseinander, zwei große Traditionsvereine. Tottenham Arsenal durfte ich spielen. Das sind schon besondere Spiele. Also ich meine, in der englischen Liga geht es schon zur Sache. Aber man merkt sofort, in Derbys, dann geht es nochmal doppelt zur Sache. Die
Rivalität der Vereine geht so weit, dass Ziege im Jahr 2000 nach seinem Wechsel von Middlesbrough nach Liverpool sogar eine Morddrohung von aufgebrachten Middlesbrough-Fans erhielt. Aber auch in London machte Ziege Bekanntschaft mit dem englischen Fanatismus. Wenn ich zum Beispiel meinen Sohn, ich bei Tottenham spiele und mein Sohn Arsenal-Fan ist, das ist für die Leute eine schwierige Hausnummer. Bei mir war es so, ich konnte es ganz gut kaschieren. Mein Sohn hat nicht verstanden, warum er mit dem Arsenal-Trikot nicht in der Tottenham-Stadion geht, wenn wir gegen Arsenal spielen. Da war er noch zu klein. Aber das geht dann in Richtung, der Junge wurde falsch erzogen. Christian Ziege bemerkte in seiner Zeit auf der Insel eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang mit Gewalt. Das ist die Mentalität. Jeder geht gerne nach der Arbeit ins Pub. Und es kann auch mal sein, dass dazwischendurch mal die Fäuste fliegen. Dann ist das halt so. Bemerkenswert ist, dass es die Fäuste meistens sind und nicht noch irgendwelche anderen Dinge, wo man ja hier schon über andere Dinge spricht. Es gibt eben diese merkwürdige Akzeptanz für handfeste Auseinandersetzungen. Nicht nur im Pub. Was auffällig ist in England, ist, dass gewisse Grenzen wesentlich sanfter sind oder niedriger sind. Also wenn ich jetzt mal das letzte Beispiel, was ich jetzt weiß, Kieran Dyer und Lee Bowyer spielen beide bei Newcastle und fangen mitten im Spiel an, sich auf dem Platz gegenseitig zu verprügeln. Und sie spielen in einer Mannschaft. Dann gibt es eine Geldstrafe, dann müssen sie sich entschuldigen und dann spielen die nächste Woche wieder. Das muss bei uns mit Sicherheit nicht geben. Zu Beginn der 90er Jahre veränderte sich in England die Welt der Hooligans. Undercover-Ermittler, Überwachungskameras und Stadionverbote waren an der Tagesordnung. Für die Hooligan-Firmen begannen harte Zeiten. Trotzdem ist der Hooliganismus in England nicht ganz verschwunden. Ich habe gedacht und gehofft, dass wir das nach 10, 15 Jahren jetzt endlich im Griff hätten. Gewalttätige Fans waren nichts Neues an Chelseas Stamford Bridge. In den 70ern und 80ern ging es in und außerhalb der Stadien zur Sache. Und die Hooligan-Firma, die Chelsea Headhunters, hatte einen gefürchteten Ruf im ganzen Land. Mitte der 90er war Chelsea plötzlich auch sportlich eine Größe. Man spielte international. Und der Ruf seiner Fans eilte Chelsea voraus. Bei einem Auswärtsspiel in Brügge reagierte die belgische Polizei mit entsprechender Härte. Danny Dyer trifft einen von Chelseas Anführern aus dieser Zeit, Jason Mariner. In den frühen 80ern gaben wir uns alle Namen, weißt du? Ich war halt bei den Headhunters. Woher kommt der Name? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, gibt es dazu eigentlich keine große Geschichte. Wenn ich dir sagen wollte, wer das erfunden hat, müsste ich lügen. Für Teile der heutigen Chelsea-Fans hat Jason eine Art Promi-Status. Er muss sogar DVDs mit Filmen über seine Hooligan-Karriere signieren. Man sagt nicht, ich bin ein Hooligan, sondern ich bin ein Chelsea-Headhunter. Das ist der Fußball. Es geht um die Leidenschaft. Du musst es ausleben. Und wenn du mal nicht dabei warst, ist es auch nicht das beschissene Ende der Welt. Heute ist Chelsea ein Topclub, aber ganz ehrlich, scheiße, ich habe die zweite Liga geliebt. Die Prügeleien waren unglaublich. Du warst so eine Art Star der Überwachungskameras. Ja klar, die Medien spielten verrückt. Dank CCTV gab es einen riesigen Hype um die Gewalt im Fußball. In den 90ern wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Also mussten die Hooligan-Kämpfe in andere Gegenden verlagert werden. Diese Ära der CCTV-Überwachungskameras war die Geburtsstunde einer ganz berüchtigten Firma. Danny Dyer, der Hauptdarsteller des Kinofilms Football Factory, macht sich auf den Weg nach Tottenham, um dort die gefürchtete Yid Army kennenzulernen. Du warst in den 90ern einer der Anführer. Wie kam es dazu?
Es soll nicht brutal klingen, aber das hat mit Respekt zu tun. Für meine Taten über all die Jahre. Verstehst du, was ich meine? Bist du stolz, wenn du sagst, das ist ein Teil von dir? Vor etwa 10 Jahren habe ich mal jemanden von Manchester City richtig ordentlich zu Boden geprügelt. Ich drehte mich um zu meinem Kumpel und sagte, ja, ich habe es getan. Das bin ich. Genau das bin ich. Und das ist es, was unsere Firma zusammenhält und warum wir so erfolgreich geworden sind. Tottenham, ein Club mit traditionellen Wurzeln in die jüdische Gemeinschaft von Nord-London, hat eine über 30 Jahre alte Hooligan-Geschichte. 1974 waren die Tottenham-Fans die ersten, die den englischen Hooliganismus exportierten. Zum UEFA-Cup-Finale gegen Feyenoord Rotterdam. Wer ist euer größter Feind? Arsenal, oder? Nein. Das ist Chelsea, ohne jeden Zweifel. In gewisser Weise respektiere ich deren Firma, weil wir über 10 Jahre Krieg mit denen hatten. Wir haben zwar immer gewonnen, aber sie waren die einzigen, die wirklich eine Konkurrenz darstellten. Die Rivalität zwischen Spurs und Chelsea-Anhängern wurde zur Titelschlagzeile, als sie einmal in der Nähe der Stamford Bridge aufeinander trafen. 200 Tottenham-Hooligans trafen sich in nahegelegenen Pubs, bis sie zusammen losmarschierten. Von so etwas träumst du. Also sagen wir, ich träume von sowas. Kein anderer tut das. Wir hatten sie am Ende der Straße, wir hatten sie am Boden und dann ging es richtig zur Sache. Es ist viel schwieriger geworden für die Hooligans seit den Kameras. Wie geht ihr damit um? Es ist ein Albtraum, Alter. Ich habe deshalb 3 Jahre gesessen. Bei einer Schlacht mit Chelsea haben die alles gefilmt. Die ganze Operation haben die nur durchgezogen, um mich einzubuchten. Sowas gibt's doch normalerweise nur im Film. Aber das war echt. Sie waren als Straßenarbeiter verkleidet, haben aber in Wahrheit alles gefilmt. 2 Wochen später bin ich dann für 3 Jahre eingefahren. Das ist heute auch alles auf einem ganz anderen Level. Die haben ihre Spitzel überall. Die wissen immer, wann und wo was abgeht. It was over in just 2 minutes. But after hours spent playing back this video, police gleaned enough evidence to jail 7 of the hooligans. An arsenal of weapons from koshers to CS gas canisters to snooker balls was found in and around the pub and produced in court. Weiter unterwegs durch England mit dem Filmschauspieler Danny Dyer. Er spielte Tommy Johnson im Hooligan-Film Football Factory. Nun zeigt er uns, dass der Hooliganismus keine Erfindung aus London ist. Im Nordwesten Englands kann man genauso hart zuschlagen. Manchester United und Liverpool haben sich immer schon geprügelt. Richtig schlimm ist es seit der Hafenkrise. In den 70ern, mitten in der Wirtschaftskrise, wurde der Schiffskanal nach Manchester gebaut. Daraufhin verloren die Hafenarbeiter in Liverpool ihre Jobs. Das fing alles an, als der Kanal gebaut wurde und die großen Schiffe nicht mehr in Liverpool hielten, sondern direkt nach Manchester fuhren. Das hat man in Liverpool sehr persönlich genommen. Der Hafen zu, Massenarbeitslosigkeit. Die jungen Männer suchten etwas, um ihre Wut rauszulassen. Es gab sehr viele, denen alles egal war. Sie waren sehr wütend auf die Welt und sie haben den Fußball genutzt, um ein Statement darüber abzugeben, was sie wirklich fühlen. 10 people were arrested in all. 24 were thrown out of the ground. 4 people were stabbed with craft knives, including a police officer. Über die Jahre bekamen die Liverpool-Hooligans den Ruf, europäische Städte im Sturm zu nehmen. Regelmäßig sorgten sie auf dem Kontinent für Probleme. Dann folgte die furchtbare Katastrophe im Europapokalfinale zwischen Liverpool und Juventus Turin. Der Tod von 39 italienischen Zuschauern am 29. Mai 85 im Brüsseler Heysel-Stadion schockte die ganze Welt. Heysel war der Anfang einer neuen Ära des Hooliganismus. Heysel wurde so etwas wie der Inbegriff des Hooliganismus. Es begann relativ harmlos. Ein paar Menschen rannten umher. Doch dann, am Ende, hatte es schreckliche Folgen. Were awful. They tried to run away, but a concrete wall blocked the escape route.
It collapsed, crushing those on the other side. Es war so unglaublich. Niemand hätte gedacht, dass so etwas Furchtbares passieren könnte. Erst dieser Tag hat viele Menschen aufgeweckt. Hooliganismus war jetzt auf den Titelseiten. Auf einmal schaute die ganze Welt zu. Und auch die Politik musste davon Notiz nehmen. Ich hoffe, wir kriegen diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Wir werden sie vor ein Gericht stellen und hart bestrafen, sodass alle gewarnt sind und endlich damit aufhören. Aber es folgte noch ein schreckliches Desaster für den FC Liverpool und England. Hillsborough wurde die schlimmste Katastrophe in der britischen Fußballgeschichte. Am Anfield Memorial erweist Danny Dyer den 96 Liverpool-Fans seinen Respekt. Sie starben bei der Hillsborough-Tragödie 1989. Dieses furchtbare Ereignis zwang die Regierung zum Handeln. Es sollte das Gesicht des Fußballs für immer verändern. Heysel und Hillsborough haben alles verändert. Hillsborough sogar noch mehr. Es veränderte die Architektur der Stadien. Der Fußball unterzog sich einer Selbstreinigung. Die Fans wurden nun überwacht. Die Stadien wurden überholt, sodass man dort sicher war. Das war der Wendepunkt im englischen Fußball. Die Stehplätze waren nun Vergangenheit. Alle Topclubs mussten neue Stadien bauen. Ausschließlich mit Sitzplätzen und straffen Sicherheitsmaßnahmen. Auch die teuren Tickets zwangen die Hooligans auf die Straße. Was da geschah in den letzten 15, 20 Jahren seit den Katastrophen, war eine Art soziale Säuberung des Fußballs. Man dachte, mit der Hochpreispolitik könnte man den Hooliganismus ganz auf Eis legen. Die Hooligan-Firmen mussten nun woanders Probleme machen. In den Stadien ging das nicht mehr. Das war der Punkt, an dem die organisierten Treffen jenseits des Fußballs begannen. Die Hooligans waren nun gezwungen, sich woanders zu treffen. Sie formierten Gangs, die zum Synonym der Clubs wurden. Liverpool hatte die Urchins, Manchester United die Red Army und die Intercity Jibbers. Manchester City hatte die Young Governors und Everton die County Road Cutters. Der Hass und die Rivalität wurden dadurch nur noch größer. Die Firmen aus Manchester und Liverpool liefern sich bis heute diese Straßenschlachten. Motiviert durch das englische Vorbild erreichte die Hooligan-Welle in den 80er Jahren auch Deutschland. Einer der Protagonisten damals, Michael Jäger. In dem Buch Es ist viel passiert, hat er nun sein Leben aufgeschrieben. Heute ist er 41-jährige Schauspieler. Sein Ziel, Tatortkommissar werden. Ja, ich will. 10 Jahre lang spielte er in der ARD-Serie Marienhof den Lehrer Matthias Kruse. Davor aber waren die Straße und das Stadion seine Bühne. Ich wollte natürlich etwas spüren. Und das haben, also zumindest für mich kann ich das sagen, ich habe etwas gespürt, wenn wir uns geprügelt haben. Ich habe natürlich auch zwischendurch eine abbekommen oder auch 2, 3. Aber ich habe gemerkt, ich lebe. Für mich hat das irgendwie einen Sinn gemacht. Für Michael Jäger war die Gewalt seine Reaktion auf eine Kindheit voller Tragödien. Mein Vater hat sich umgebracht, wegen Querelen mit meiner Mutter. Ich habe keine Ahnung, was da alles gelaufen ist. Auf jeden Fall habe ich, nachdem ich sie vor circa 10 Jahren wiedergefunden habe in Amerika, dann erfahren, dass sie eben Alkoholikerin war, dass sie Drogen genommen hat, dass sie auch für Geld mit Männern ins Bett gegangen ist. Und das, kann man sich vorstellen, dass das jetzt für ein kleines Kind nicht unbedingt die richtige Umgebung war. Als Michael 4 Jahre alt war, gab ihn seine Mutter ins Heim. Und kam nie wieder. Mein Vater hatte sich umgebracht, mein Stiefvater hatte sich umgebracht. Mein Großvater hat sich dann umgebracht, als ich adoptiert war, ein Jahr später. Als der wusste, wir sind unter, meine Schwester und ich. Also irgendwie waren die Voraussetzungen denkbar ungünstig.
Doch damit nicht genug. Mit 13 geriet er in Kaiserslautern in zwielichtige Kreise. Er wurde missbraucht, gefilmt und erpresst. Und so durfte ich mich dann in Bahnhofsnähe rumtreiben und durfte dann verschiedenen Herren in Kaiserslautern zur Verfügung stehen. Nach 4 Jahren Straßenstrich und Demütigung kam Michael Jäger mit 17 in Berührung mit den Hooligans und der rechten Szene in Kaiserslautern. Das erste Auswärtsspiel war Frankfurt. Das ist ja dann Feindesland gewesen, wenn du in eine andere Stadt fährst. Wenn man in so einer Stadt wie Kaiserslautern groß wird, das sind 100.000 Einwohner. Das liegt in so einer Senke, das ist eigentlich recht behütet, das Ganze. Und wenn man dann rausgeht, zieht man in den Krieg. Rund 5 Jahre lang versank Jäger förmlich im Sumpf von NPD und Hooliganismus. Dort fand er Anerkennung, wurde einer der Anführer. Es kam zu unzähligen Fällen von schwerer Körperverletzung. Verpiss dich, du Wichser! Es kam einer auf mich zugerannt, der genauso wie ich sich prügeln wollte. Und sprang hoch und ich bin halt einen Schritt zurück. Und wir haben beide im selben Moment zugetreten. Ich habe anders getroffen und habe ihm genau Schien- und Wadenbein durchgetreten. Es dauerte Jahre, bis er mit dem Leben zwischen Gewalt, Drogen und Nazi-Parolen abschließen konnte. Erst nach Jugendarrest, Bewährungsstrafen und zahllosen Gerichtsverhandlungen beschloss er, mit 23 nach München zu gehen und Schauspieler zu werden. Im Marienhof fand er schließlich ein Zuhause. Ich habe dann eben, da ja 10 Jahre durchgearbeitet, und habe den Beruf oder die Beschäftigung gefunden, die mir persönlich das meiste bringt, für den Kopf, für die Seele und mir gleichzeitig eine positive Aufmerksamkeit und Anerkennung bringt. Und ich merke heute auch, dass ich lebe. Besser. Danny Dyer ist immer noch auf den Spuren der Hooligans. Im Februar 2005 prallten Man United und Everton in der Schlacht von Everton Valley aufeinander. This morning, riots mar Everton defeat. Radio City 96.7 News. This is in fact described as the worst football violence ever to take place on Merseyside. So this is Everton Valley, where I'm going to meet Andy Nichols, who's going to tell me about a proper battle between Man United. Das hier ist Everton Valley. Hier werde ich gleich Andy Nichols treffen. Er wird mir über die Schlacht zwischen Man United und Everton berichten. Bei der Polizei ist er als Hooligan der Kategorie C registriert, die schlimmste Sorte. Er wurde über 20 Mal festgenommen und hat lebenslanges Stadionverbot in ganz England. In 25 Jahren haben es eigentlich nur 3 Clubs gewagt, hier runterzukommen. West Ham. Die haben auf die Fresse gekriegt. Middlesbrough. Die haben sich ganz gut geschlagen. Und Southampton. Wenn du hier Ärger suchst, dann kriegst du ihn. Ganz einfach, dann gibt's richtig auf die Fresse. Nur ganz wenige Stadien wurden so gebaut, mit solchen Tribünen. Im Endeffekt ein Paradies, ein Hooligan-Paradies. Hallo, Tom. Hi Andy, erzähl mir ein bisschen mehr über diese Schlacht mit Man United. Ja, Manchester, wir haben 200 von denen fertig gemacht. Sie haben getan, was sie konnten, aber sie waren einfach nicht gut genug. Der Mythos besagt, sie seien angeblich nur eine kleine Gang gewesen. Fakt ist, 250 von denen standen da hinten um die Ecke und die haben von Everton richtig auf die Fresse gekriegt. Dieser Mythos stammt von denen. In Manchester wird seit Jahren dieses Märchen mit der Anzahl der Kämpfer erzählt. Dabei kamen sie immer in Horden. Und wir müssen nun unter dieser Lüge leiden. Andy trifft sich mit Eddie B., früher einer der Leader bei Man United. Er weiß genau, was auf der Straße los ist. Andy und Eddie waren Rivalen, die sich gegenseitig bekämpft haben. Und Eddie hatte eine andere Version von der Schlacht um Everton Valley. Man United stood the ground and got beat up.
Unsere Man United-Jungs wurden richtig verprügelt. Dabei waren sie viel weniger. Ich persönlich war nicht dabei, aber viele meiner Freunde. Sie wurden von 200 Leuten richtig auseinandergenommen. Wir waren nur 40. Und deshalb glauben sie nun in Everton, sie hätten Man United geschlagen. Aber das haben sie nicht. Und das werden sie auch nie. Wir sind einfach hart wie Scheißnägel. Mann, jetzt hör doch auf. Bis eben warst du eigentlich ganz okay. Bis du mit diesem Scheiß angefangen hast. Du redest Mist, Alter. Ihr seid doch schon immer mit einer Riesenhorde aufgelaufen. Hab ich recht? Sei doch ehrlich, Mann. Ja, eine Riesenhorde. Na also, wenn jetzt im Everton Valley nur 40 von euch dran glauben mussten. Wenn die da richtig auf den Arsch gekriegt haben, wo waren dann die anderen 450? Die hat die Polizei geschnappt. 20 Polizisten halten 450 von euch in Schach? Das ist doch nicht dein Ernst. So ein Mist. Wisst ihr, wir hassen uns einfach. Mann, das Einzige, was ich verlange, ist, dass ihr sagt, wie es wirklich war. Ich bin nicht wirklich überrascht, dass sie sich nicht einigen können. Deshalb mache ich mich lieber aus dem Staub. Gleich mit Danny Dyer in Manchester und in Berlin treffen wir Ronny Blaschke, Hooligan-Experte und preisgekrönter Buchautor. Football Factory Hauptdarsteller Danny Dyer ist immer noch auf den Spuren der Hooligans. Auf dem Weg von Liverpool nach Manchester, dem Zuhause der berüchtigten Red Army. Es sind nur 30 Meilen, aber Old Trafford ist eine ganz andere Welt. Aus glänzendem Glas und Neon. In den 70er Jahren bekam die Red Army den Ruf der gefährlichsten Hooligan-Firma des Landes. Am Ende der Saison 72-73 musste Manu in die zweite Liga. Daraufhin terrorisierte die Red Army die englischen Kleinstädte. Die Red Army ist die aktivste Firma im Nordwesten. Jedes Jahr werden mehr Leute festgenommen als von jedem anderen Club. Auch in der Saison 2004-2005 wurden 160 Man United-Fans festgenommen. Und mehr als 100 bekamen Stadionverbote. Mehr als doppelt so viele wie bei jedem anderen Club der Region. Colin Blaney sieht sich als einer der Aktivposten der Red Army. Von ihm können wir etwas über die schlimme Vergangenheit erfahren. Ich glaube nicht, dass irgendein Ort mehr Schlachten gesehen hat als dieser hier. Der Mob war unkontrollierbar. Da drüben, da war quasi eine Sackgasse. Wenn wir da aufeinander trafen, war es immer so heftig, dass man völlig durchgedreht ist. Ein Kumpel hat dort sein Augenlicht verloren und die Waffe, mit der es geschah, wurde einfach weggeworfen. Das war wirklich ein schlimmer Tag. Und das war um 10 nach 3, das Spiel hatte schon angefangen. Es gab nur ein einziges Mal einen bösen Kampf auf der anderen Seite von Old Trafford, an der Brücke. Den Ärger gab es sonst immer nur hier, vor dem Stadion. Auch hier kam man auf ein paar gute Ideen. Das ist auch eine Sackgasse, eine echte Falle. Und wir wussten das natürlich, also haben wir sie hierhin geführt. Das hier ist nur eine. Da hinten gibt es noch viel mehr. Nur ein paar Meilen entfernt von Old Trafford stand früher Main Road, das alte Stadion von Manus Nachbarn und bittersten Rivalen, Manchester City. Main Road lag im berüchtigten Mossside District, versteckt zwischen alten Häusern und dunklen Straßen. Es war die perfekte Gegend für Hooligan-Aktivitäten. Auch zu Zeiten, in denen die Polizei schon aktiver war, gab es immer wieder Schlachten rund um das Stadion. Vor allem, wenn United in der Gegend war. This clash between Manchester's rival gangs was arranged on the phone 2 weeks in advance. Youths arrived carrying a wooden club, rocks and bottles. After some stone throwing and jeering, the United fans are chased off. But as he runs away, one is caught and dragged to the ground. He's surrounded and repeatedly and brutally kicked. But the man seen here throwing a stone hasn't finished with him. As he lies defenseless, the attacker runs over and jumps on him, stamping on his head. The injured man survived, cut and badly bruised, probably owing his life to changing fashions in footwear.
Fans now prefer soft trainers to hard leather boots. Wir treffen in Berlin den Journalisten Ronny Blaschke. Sein Buch Im Schatten des Spiels wurde von der Akademie für Fußballkultur zum Fußballbuch des Jahres 2007 gekürt. Blaschke hat sich intensiv mit der Geschichte des Hooliganismus in Deutschland befasst. Er weiß, dass England immer das Vorbild war. Viele deutsche Fans in den 80ern, in den 90ern sind natürlich nach England gefahren und haben sich das angeschaut. Also bevor das Ganze hier losging, hat man natürlich, ist man nach Birmingham gereist oder nach London oder nach Manchester, hat geguckt, wie es da läuft und war in Ehrfurcht erstarrt. Seither ist Gewalt im Fußball hierzulande ein Thema. Für Blaschke ist völlig unverständlich, wie lange von offizieller Seite nicht gehandelt wurde, nicht nur in Deutschland. In England passierte das 10, 15 Jahre, nachdem die ersten Menschen ums Leben kamen. In Italien ist immer noch nicht das passiert, was passieren muss, obwohl Menschen ums Leben kamen. Und in Deutschland setzt jetzt allmählich, nachdem Medien Druck machen, nachdem einige wenige kluge Politiker Druck machen, nachdem TO20, der neue DFB-Präsident Druck macht, passiert jetzt etwas. Jetzt werden die Fanprojekte gestärkt. Allerdings 10, 15 Jahre zu spät, findet der Berliner Autor und rechnet mit Erfolgen frühestens in 5 bis 10 Jahren. In der aktuellen Diskussion über jugendliche Gewalttäter in Deutschland spielt der Fußball für ihn eine Schlüsselrolle. Der Fußball ist natürlich eine Plattform, die schnell genutzt wird, weil Jugendliche, die dann Frustrationen aufbauen durch fehlende Perspektive, durch fehlende Jobs, durch schlechte Leistungen in der Schule, das kann man natürlich zu Hause machen, das kann man aber viel leichter auf dem Fußballplatz machen oder auch im Stadion, auf der Tribüne, weil man natürlich dort in der Anonymität schwimmt und in Massen ist es viel leichter, seinen Frust auszuleben, und deswegen ist der Fußball, ist das Stadion dort ein sehr wichtiges Element in dieser Debatte um Jugendkriminalität und Jugendgewalt. Gerade im Osten Deutschlands scheint das Thema Hooliganismus aktueller denn je. Immer wieder kommt es dort zu massiven Ausschreitungen. Vererbte Aggression? Diese alten Duelle Dynamo Dresden gegen den BFC oder Lok Leipzig gegen Sachsen-Leipzig, die sind ja Jahrzehnte alt, und diese Feindschaften, diese Rivalitäten sind ja über Jahrzehnte gewachsen. Und darüber spricht dann der Opa zu Hause, da spricht der Vater zu Hause, und das hören natürlich die kleinen Söhne, und die finden das toll. Seit die Sicherheits- und Überwachungssysteme in den Stadien und der Umgebung stark verbessert wurden, haben sich die Schauplätze aber teilweise verlagert. Die Hooligans entziehen sich dem Zugriff der Polizei. Heutzutage ist es so, dass sie sich in der Abgeschiedenheit treffen, in Wäldern, auf entlegenen Industrieanlagen, und dann wird sich vielleicht verabredet, 20 gegen 20, und das Ganze dauert dann wenige Minuten, und dann geht es schon relativ brutal zur Sache. Das Ganze löst sich sogar mittlerweile vom Spielgeschehen, das kann in der Woche passieren, und deswegen kann man diese Fans eigentlich gar nicht mehr Hooligans nennen, sondern es sind eher moderne Straßenkämpfe. Es ist so eine Art wie Street Fight, und die nutzen einfach nur die Vereinszugehörigkeit als Unterscheidungsmerkmal. Gleich, Danny Dyer kommt in die englische Provinz nach Burnley. Auch dort wird der Hooliganismus noch vererbt. Wir haben mit Danny Dyer, dem Hauptdarsteller des Films Football Factory, die Hooligan-Firmen der großen englischen Städte kennengelernt. Nun kommt er in eine Kleinstadt. Mit einem äußerst unangenehmen Ruf. Ich habe jetzt wirklich schon ein paar fiese Typen kennengelernt. Aber das Einzige, was mir wirklich Sorgen bereitet, ist, dass du mit deiner Kamera dabei bist. Keiner sieht dich. Und du wiegst ungefähr so viel wie mein Zigarettenpapier. Und ich bin nur mit einem Notizblock bewaffnet. Immerhin treffen wir jetzt die Suicide Squad. Das kann ja lustig werden. Burnley scheint von der sozialen Säuberung der großen Städte unberührt zu sein. Nichts zu sehen von der schicken neuen Welt. Burnley zählt zu den ärmsten Gegenden Englands. Die meisten Baumwollfabriken, die Bergwerke und viele technische Betriebe wurden geschlossen. Es gibt kaum Jobs hier. Viele Häuser sind völlig unbewohnbar, aber die Menschen leben trotzdem dort. Kein Wunder, dass Fußball-Hooliganismus in Burnley ein großes Thema ist. Wir gehen ins Forester's Arms, zur Suicide Squad. Suicide Squad. Mal sehen, was die zu sagen haben. Let's go see what they got to say. This is the turn. All right, boys. How are you, son?
Hi, das ist also deine Festung hier, ja? Danke erstmal, dass du dir Zeit nimmst. Was mich als erstes interessieren würde, Suicide Squad. Woher kommt dieser Name? Das ist ja schon ein ziemlich bekloppter Kampfname. So um 1983 gab es im Libanon diese Selbstmordbomber. Eigentlich hießen wir Burnley Crew. Aber dann hat uns so ein Kerl halt nach diesen Selbstmordbombern benannt. Er rannte von Pub zu Pub, erzählte es jedem und bemalte ein Auto damit. Das war's. Als ich von euch gehört habe, dachte ich, das müssen ein paar ganz harte Jungs sein. Auch wenn ich nicht viel von euch wusste. Ich hatte schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, ob ich nicht doch ein Glas in die Schnauze kriege. Nee, Quatsch, war nur ein Witz. Lief eigentlich ganz gut, bis zum großen Fettnapf. Ihr habt ja nun mal einen ziemlich kleinen Club hier in Burnley, auch wenn ihr ein paar sehr harte Jungs in eurer Gang habt. Das spielt sich schon so ein bisschen im Hintergrund ab, oder? Hey, ich sag dir was. Wir machen hier jeden alle. Jede große Mannschaft, die nach Burnley kommt, die kriegen auf die Fresse. So einfach ist das. Frag Man U oder Liverpool. In Burnley gibt's aufs Maul. Jeder kriegt, was er verdient, weißt du? Du gehst dafür in den Knast. Und wenn du rauskommst, dann tust du es wieder. Immer wieder. Weil du es liebst. Sonst würdest du es ja wohl kaum tun, oder? So einfach ist das. Ich komme aus dem Knast und dann geht's direkt wieder. Bang, bang, bang. Jedes Mal, wenn ich verknackt wurde. Das ist Fußball-Hooliganismus. Hooliganismus stört mich nicht. Verstehst du? Und jedes Mal dafür in den Knast zu kommen, stört mich auch nicht. Du kommst wieder raus und die sagen, du bist rehabilitiert. Aber das stimmt nicht. Weil du damit geboren bist. Das ist eine Art Talent. Beckham wurde auch mit einem Talent geboren. Das hat er nicht gelernt. Man ist damit geboren. Es ist in den Scheiß Gen. Absolut. Du hast es in dir oder eben nicht. Und wenn du es nicht beim Fußball tun würdest, dann würdest du es irgendwo anders tun, oder? Es ist einfach diese gewalttätige Ader in dir. Nein, es ist keine gewalttätige Ader. Es geht um Stolz. Wir sind stolz auf unsere Männer. Keiner lacht über uns. Sei stolz, sei ein Mann. Keiner lacht über uns. Das hier ist unser Territorium. Ich lernte den Rest der Squad kennen. Phil erzählte mir, wie er von einem Polizeihund angegriffen wurde. Er griff mich an. Sie hatten ihn einfach losgelassen. Er sprang auf mich drauf, völlig wild geworden. Ich dachte, was für eine Scheiße. Ich habe ihn einfach gepackt und richtig am Boden zerschmettert. Dann hob ich ihn auf und habe ihn der Polizei einfach zurückgeschmissen. Ich hasse diese scheiß Bastarde. Phil bekam 6 Monate für seine Attacke gegen den Polizeihund. Ich dachte, es ist wohl besser zu gehen. Denn ich hatte es hier wirklich mit gefährlichen Leuten zu tun. Kommt mal hier rüber. Ehrlich gesagt war das genau das, was ich erwartet habe. Das sind Irre hier in dieser kleinen Hooligan-Firma. Das ist echt ein ganz anderes Level. Die haben ja keine Angst vor gar nichts und sind total bei der Sache. Völlig egal, was dabei rauskommt. Und sie lieben Burnley, diesen trostlosen Flecken. Das sind echt fiese Typen. Die neue Generation. Denen ist echt alles egal. Falls ihr mal in den Nordwesten kommt, passt auf, was ihr für Klamotten anzieht. Denn hier kann das echt entscheidend sein. Ich bin am Ende meines Trips angekommen und fahre zurück nach London. Es ist schwer zu beurteilen, wohin die Reise geht für den Hooliganismus in England. Die Regierung sagt, sie hätte ihn ausradiert. Aber ich habe den Eindruck, diese englische Krankheit lebt weiter, von Generation zu Generation. Er will ein Hooligan sein.
Und wenn er es will, wird er es sein. Ich habe ihm erklärt, wie es ist. Du kriegst Ärger, gehst ins Gefängnis. So wird es sein, oder mein Sohn? Willst du ein Hooligan sein? Das ist die nächste Generation. Ein Mann fühlt es doch die ganze Zeit. Das kriegt ihr niemals aus uns raus.